Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest. Heute wieder mit tatkräftiger Unterstützung von der Pixel. Wir starten hier in der Nacht. Wie versprochen haben wir hier alles fertig gemacht. Pflanzen sind gewachsen, Wasser ist fertig. Die drei Drying Racks sind umgeparkt und da nach dort. Und ja, weiter ist glaube ich erstmal nichts passiert. Außer, dass wir gerade erschreckend feststellen mussten, dass Hansi die letzten drei Folgen fehlen. Yep. Voll scheiße. Ja, da er der Horst ist, hier der Horst vom Server, tappt er halt nicht zwischen den Folgen raus, weil sonst immer ja hier alles wegschisselt und keine Ahnung. Ja, jetzt ist halt blöderweise. Was ist denn mit dem Zaun hier? Jetzt ist halt blöderweise das, was bei mir schon öfter passiert ist, mal bei dem Hansi passiert. Dazu muss man aber sagen, dass es bis jetzt auch immer geklappt hat. Ja. Ich hoffe, es geht jetzt. Ich hoffe, dass dir jetzt alles in Ordnung ist. Rein theoretisch kannst du ja raustappen, so wie es bei dir eingestellt ist, oder? Ich versuch das mal. Du könntest ja raustappen und gucken. Also ich nehme an, ihr werdet dann halt in die drei Folgen mein Videomaterial beim Hans gesehen. Ah, okay, jetzt hier Hot Not Responding. Das ist mal kurz kein Problem. Es sieht so aus, als wenn es aufnimmt. Okay. Sieht so aus. Naja, muss ja bloß dastehen hier, ob Aufnahme läuft. Wie machen wir denn das, dass der Zaun in dem Holzbalken endet, oder? Ja, quasi. Ein Katapult wollten wir Kins konstruieren, ne? Da haben wir. Hab schon mal probiert, wie das, was das macht. Das verschießt Steine. Aber halt aber nicht. Zielen? Nee, ne? Nee, nicht wirklich, ist mehr so random. Hansi, guck mal, hier hinten ist jetzt, wäre jetzt noch eine Lücke offen, aber ich denke, das wird nicht besser. Wo bist du denn? Da bin ich. Ja, hier hinten die Lücke ist okay. Das passt schon. Das mach ich mal das noch hier. Deinen Zäun. Ein Zäunli. So, den ist hier hinten. So machen. Bam bam bam. Bam bam bam. Pam pam pam. Also Fakt ist, das Katapult kann man auch aufs Dach stellen. Achso, nee. Ja klar, steht auf Dach. Da wäre halt bloß die Frage, wie... Wie weit kommen wir? Wie kriegen wir das Baumaterial fürs Katapult hoch? Ne, wir machen ja viel kaputte Sachen, aber... Extra eine Treppe bauen, um das Katapult hier umzubauen. Ja, ich war mal so. Aber wir brauchen noch zwei Sticks. Für den Zaun. Wenn noch jemand was essen will, ist noch ein Vogel auf dem Grill. Aber. Ein Vogel? Ey, jetzt klemmen wir hier. Was? Da klemmen wir schon immer. Das fällt bloß nicht auf, wenn du drüber sprintest. Da gibt's aber schon was von Ratioform dagegen. Ich hab da gerade eine Idee. Idea. Oh. Wenn es nicht geht, können wir es ja mit Dynamit wegmachen. Was? Hä? Oh, falsche Taste. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ich mache mal ja überall ein paar Lämpchen hin.
Das geht schon mal nicht. Das geht schon mal nicht. Custom Floor. Custom Floor ist auch da. Fällt mir jetzt aktuell nichts ein. Okay. Also Dynamit, Haus abreißen, alle Folgen neu drehen. Was? Oh, was? Das Netz schon wieder kaputt gemacht. Nee, ich wollte die Kante da beseitigen, aber mir fällt nichts Sinnvolles ein. Ja, so ein paar Lampen hier dazwischen. Gute Idee. Alter. Schild schon mal. Geh ich so? Bei der Hörner geht's halt nicht, da fängt die an, ihr Hardtech zu tanzen. Die berüchtigte Hardtech-Lampe, oder was? Naja. Ist ja übelst Hub, übelst Headbang. So. Warte, warte, warte. Was ist denn hier? Ich gucke hier jede Folge, ob ich infiziert bin. Ich fühle mich immer gut. Aber irgendwie habe ich jetzt schnell Hunger. Ich habe 8 Tage jetzt überlebt. Ich bin bei 25. Ich bin müde. Ich bin bei 26. Ja, naja, ihr habt ja jetzt ein bisschen zwischen den Folgen hier Zeug besorgt, Tauchgerät und sowas. Jo. Schön schlafen. Ja, wir können schlafen. So. Ja, genau. Die Pixel in der Hand haben jetzt zwischen den Folgen ein bisschen Zeug gesorgt. Da war ich gerade mal weg. Ein bisschen Zeug gesorgt. Tauchgerät. Ja, und die alte Axt, oder? Ja, die alte Axt, ja. Achso. So, wir haben ja schon geschlafen. So. Ab und zu beim Zocken muss man schon ab und zu auf den Monitor gucken. Habt ihr recht. Jo, dann hat man hier noch gesagt, wir brauchen ja hier noch irgendwie was für einen Innenausbau. A regular. He came in like a wrecking. Was? Achso, egal, check. Versuch grad mal hier überall mit Licht in der Bude zu machen. Hauptzeitregal hier. Dann, dann. So, die zwei Regale sollten eigentlich so schisseln. So, macht mal wieder das, was er am besten kann. Stehen und gucken. Was? Ich gehe mit meinem Schlitten und mein Schlitten mit mir, Alter. Was willst du denn jetzt? Ich wollte eigentlich mich gerade auf den Weg geben und Loks holen, aber wir haben ja geschlafen. Nach dem Schlafen muss man erstmal was essen und was trinken. Jetzt, wie du sagst. Ja, ist wie immer, wenn ich gerade so am Weggehen bin. Immer diesen Namen. Eigentlich haben wir. Ja? Was? Ist jemand von uns, der da gerade einen Baum gefällt hat? Nein. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ja, glaube ich, das sahen sie. Was? Nach den Dingern, die uns schon passiert sind, ne? Hast du jetzt meinen Schlitten hier? Den Dingern, die uns schon passiert sind. Solltest du solche Fragen ernst nehmen. Mhm. Warte, wie war das? Für die Bäume ist es am besten,
den Schlitten, wenn man den mit dem Wald nimmt, grüne Fahne, ne? Ja. Ja. Ich laufe hier drüben Richtung Wald. Das erste, was kommt, ist ein Schreier. Das wollte ich nicht. Schreier. Ja. Das klang wie ein Schweizer, ja. Kratzer noch schon. So. Schade. Was denn? Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich hier gleich so einen Stapel Sticks mit ernte. Beim Bäume fällen. Weil da hier so ein Haufen kleine Sträucher waren. Hier gerade meinen schönen Folgenendenausblick aus unserem Haus kommt. Mit drauf. Toll. Wie geil die Axt abgeht, ey. Das ist schon ein Träumchen. Ja, da kommt zwei in deine Richtung gelaufen. Ja. In meine Richtung? Ja. Ja, der eine wird gleich nicht mehr laufen können. Der Kugel, wie Aua. Der Baum den getroffen hat. Der hatte mich hier angebrannt. Und uns war es keiner. Der ist ja gerade wieder ohne Feuer. Spontan als Selbstentzündung raus. Hä, wo ist denn der? Nach oben über dem Berg. Der ist über dem Berg. Muss mein Speer. Wenn man zu zweit in so eine kleine Ecke geht und Bäume fällt, ist das einfach krank. Wie schnell da ein Riesenhaufen. Toll. Jetzt auch mein Speer weg. Verdammte Axt. Ja, genau. Schön meinen Wagen voll machen und selber keinen Wagen mitbringen. Du musst noch viel lernen, junger Padawan. Ja, hier ist alles ein bisschen durchorganisiert. Wenn ich sehe, wie die Schlitten hier stehen, ist schon wieder Krämpfe. Was willst du jetzt eigentlich mit dem Wachs machen? Bauen. Verbauen. Was? Im Haus? Ja, im Haus. Hier springt jemand mit. Nee, der ist doch. Schon selber hier passiert. Der hat doch oben gewartet. Naja, ich hab doch vorhin gesagt, dass wir hier Regale gebaut haben. So. Und da das ja hier mit den, weißt du, wenn du ein Haus baust mit 20 Quadratmeter Wohnfläche, brauchst du 10 Loks und wenn du hier so ein Regal baust, brauchst du 8. Hallo Freunde! Licht am Fahrrad. Boah, ein Hund. Der sieht aus wie ein angezündeter Gollum. Der hat alles gebrannt außer der Kopf. Nee, ich glaube, die haben eine Maske auf. Giegelst du den mit dem Stock an? Ja, das sieht aus, als wenn die eine Maske auf haben aus Menschengesicht. Ja. So, so ähnlich sieht das aus. Okay, also. Okay, so rum geht's noch. Also wenn du erst die Loks aufnimmst, kannst du dann auch den Ureinwohner aufnehmen. Andersrum geht's. Bleib bei deiner Brücke übrigens hängen. Bleibt man nicht. Auch wenn du ganz links in der Ecke bist, bleib mal hängen. Nee, bleibst du nicht. Nur wenn du gegen die Wand läufst. Nur wenn du bist, wenn du zu weit innen bist, dann läufst du gegen die Wandecke. Der hält aber viel aus. Hm, hab ich auch grad gedacht. Mit dem Ski. Gib den mit dem Stock an, ey. Ha?
frag dir mal, was mit Dune stimmt. Aber trotz, dass wir hier auf dieser Plattform das Feuer machen, klitschen hier weniger Knochen weg bei unserem Stein. Alten, genau, bei dem Stein. Da sind durch den Stein, der ja eigentlich eine Alpha-Plane haben sollte, mehr geklitscht. Also, ich hab jetzt gut, oder die klitschen hier so weit runter, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Kann auch sein. Können wir jetzt versuchen? Sag schön groß. Das sieht ein bisschen doof aus. Muss ich zugeben. Was? Siehst du, wenn du Richtung Haus gehst, nachher. Steht schon wieder so ein Pädophiler. Alter. Ist hier auch übelst, sieht übelst geil aus von dem dicht bewachsenen Wald mit den Farnen und so, das dann in das Wasser übergeht. Das ist echt geil gemacht. Den Ernst? Hallo. Kann sie der Jäger? Ja, wollte nicht ganz. War ein paar Zentimeter zu kurz. Das mit den, wie viel in so einen Schlitten reinpasst, das haben die Programmierer auch bloß gemacht, um so Leute wie uns total zu stressen. Ja. In Gottes Namen gehen da 11 rein. Halt so, dass es immer nicht offen wird. Ja. Wo brauchen wir eigentlich noch Köpfe? Skulls. Huh. Ach, wart ihr an der alten Base und habt die Dings fertig gemacht oder was? Die Wand wieder repariert? Nee. Das war nicht in der Base. Das war da hinten im Wasser. Bei diesem Fischerturm oder was auch immer das darstellen soll. Wo wir am Anfang konstruiert haben und gebaut haben, ist da hinten was stehen geblieben. Ja. Ah, check. So eine Plattform im Wasser. Ach, war das das, wo du probiert hattest, die Plattform zu verbinden da? Nee, das war zu weit hinten. Also da, wo der komische Turm steht, da war das. Das war halt echt bloß eine kleine Plattform. Und ja. Ich hab mal Aktien gesehen und dachte, aber das gehört irgendwie nicht dazu und hab das gelassen. Weil das hat halt so geleuchtet. Ich dachte mir, okay, so. Das muss ja nicht bleiben. Liegt denn hier nur ein, wo noch nicht das Feuer? Wenn das Feuer gerade aus war. Wir brauchen ordentlich angepasste Parkplätze. Mhm. Aber das ist wirklich eine geile Base geworden. Wenn die dann auch hier die Angriffe übersteht, dann fällt die mir noch mehr. Der Eingang hier ist halt echt ein bisschen schmal oben, aber. Ah, das geht. Das ist halt vielleicht. So ist es vielleicht sicherer. So, da haben wir den ersten Lockholder voll. Ich hänge. Bist du im Leben hängen geblieben? Etwas, ja.
Ich hatte heute mega, mega Bugs in einem anderen Spiel. Die waren richtig, richtig böse. Okay. Das waren richtig böse Bugs. Die waren auch so, dass man die komplette Welt unten gesehen hat. Und ich habe das Ganze nur einmal überlebt. So, das ist ja praktisch. Was haben wir denn jetzt schon wieder hier Wer hat für denn diesen diesen Mistkauf? Scheißstuhl hier mehr gebaut? Welchen Stuhl denn? Du wahrscheinlich. Scheiße, ey. Dreck den hier. Was ist denn das hier oben? Kann man das fertig machen oder nicht? Das kannst du fertig machen, ja. Das andere muss ich erst noch mittig hinkriegen. So, wo haben wir jetzt schon wieder Hier hier ist Sticks? Lagerfeuer. Das Lagerfeuer. Checkt. Hab ich auch. Alles weg. Ja, wenn wir jetzt ein paar Mal schlafen und hier oben wieder die großen Bäume wachsen, wie Sticks, das wäre halt auch nicht schlecht. Verdammte Axt hier. Ach, schluss das. Mein Haus ist ja komplett zugewachsen. Das sieht man ja gar nicht mehr. Ja, wenn du das nicht willst, wenn du da irgendwie eine Schneise, dann muss man die Bäume fällen und dann musst du die Stümpfe wegkloppen. Ich wusste ja nicht, dass die Muss denn? so extrem nach Das ist unten okay. gehen. Ah, das sind die Büsche hier unten. Jo. Ladegeräusch fehlt bei mir auch wieder. Oder immer noch. Ja, ich denke mal, wie das Lust und Langeweile hat. Ich habe auch noch keinen Zusammenhang gefunden, das Was es gefällt? Baum gefällt und der hat aber im Stein geklitscht und ist nach hinten auf mich gefallen. Haha. Du redest ja noch, also scheint es zu überlebt. Hab ich auch, ja. Hab ich auch. Brauchst du viele Medis oder? Nee, nee, ich hab keinen Schaden gekriegt. Ich hab den Baum hochgeklatscht. Berg. Langweilig. Haben wir alles schon anders gesehen. Also der Wald hier oben sieht mega geil aus. Wo? Ist Da halt wo nur ich stehe? schade, dass das. Es ist halt nur übelst schade, dass YouTube die Qualität dann so runter regelt. Hier oben in dem Wald stehst, das sieht schon mega geil aus. So das dicht bewachsene, die Pflanzen. Wo ist der Schlitten? Ah, also jetzt mal so an alle in dicht bewachsenen Wäldern müsst ihr die Schlitten prinzipiell immer in Büschen parken. Finden die sich am einfachsten wieder. Okay, merke ich mir. Einfach Schreibe ich merken mir auf. hier, der in dem dicht bewachsenen Wald, einfach merken, der Busch neben dem Baum. Nur dort rein. Okay, mache ich. Stealth-Modus quasi. Ja. Check. So in so einem Busch, weißt du, wo sich sonst die Ureinwohner hier dahinter stellen, wenn die uns beobachten. Du bist doch schon wieder erinnern. Derbe am Holzroden, ey. Was? Ich weiß von nix. Weil ich zu faul bin, mit dem Wagen rumzufahren, mache ich das einfach anders. Und du fällst die wieder über die Klippe. Das wäre Hm. noch geil, wenn es die dann automatisch einsortieren würde, bei einem Rockholder. Ja, gleich von oben reinschmeißen.
also locker oder so. Du gerade die zwei rein, komm wieder zwei runtergeplumpst. Also pass auf, das ist so perfekt neben mich. Pixel ist wohl vollautomatischer Einsortiersystem oder was? Ja. Alter, wenn der hier immer anfängt mit Keuschen, ne, dann geschieht das mal, dass du ein Perverser oder nicht. Also, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wie kommst du denn auf sowas? Da verfluche ich mein Headset manchmal echt. Und da hörst du schon nicht alles. Wir haben zu viel gefällt. Ja. Ich brauche Leim und Nägel. Wieder drauf. Wir haben jetzt drei voll und zu viel oder was? Ja. Vier Loks. Naja, wenn es mehr. Also, wir könnten definitiv noch Schränke drin gebrauchen. Also, da kriegt man ja schon mal 8 weg. Wenn die nicht ganz voll sind, alle, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja einen Wald vor der Tür. Also der Schlitten an sich ist ja nicht kaputt, ne? Nicht wirklich. Treffen die mich an, wenn ich in dem Schlitten sitze, also mit dem Schlitten fahre? Ja, machen sie. Aua, aua, aua! Hey, ihr seid aber, wieso seid ihr jetzt zu tot? Viert. Soll ich mal hier nachkommen? Ja, wenn ihr Langeweile habt, ist kein Thema, also. Ich bin da nicht so. Noch Weg, noch Weg. Das sieht irgendwie jetzt groß aus gerade. Meine Kondition ist alle. Naja, ich kenn das. Ich hab gerade Bäume gefällt. Ich hol mir weg. Wieso hat denn der nicht getroffen? Ach, Pixel gesellt sich auch mal. Ach nö, die fällt immer weiter Bäume. Nein, ich hab hier noch zwei gehabt, die noch rumlagen. Ich dachte, ihr wisst, wie ich das hin ist. Ich lag in deiner. Ich muss noch Medis fressen. Meine Rüstung ist komplett platt. Das ist eine andere Loge. Okay, meine Rüstung ist komplett down und ich war fast tot. Aber ja, sonst geht's gut. Also, ich schlief doch gut. Bleib bei mir. Aber wie war denn das? Wir können nicht jede Nacht schlafen, ne? Ich weiß halt nicht, ob das dann irgendwann nur konditionsabhängig sein ist oder so. So nach dem Motto, wenn du regelmäßig schläfst, kannst du ewig rennen oder was? Nee, dass wenn du halt hier ausgeruht bist, weil du genug gegessen hast oder so, dass du dann deswegen später erst schlafen kannst. Was ist denn hier? Das Feuer ist doch an, oder? Ach ne. Er hat irgendjemand das Feuer zerkloppt. Hier liegen so Glutnester rum. Hast du den einen mitgenommen? Nee, ich habe ja einen Schlitten mit runtergefahren. Ich hatte ja einen Schlitten mit oben und habe den voll Sticks gemacht. Dass die Stickholder voll werden. Den einen habe ich mitgebracht, nur ich finde den anderen. Mit. Das ist ah, hier. Dunkel, jetzt schwierig zu finden. Hab ich. Gerade auf. Blockbuster. Sieht schon wieder ganz anders aus. Ne, hab ich schon. Hab ich vorhin schon mitgekriegt. Zeitlich sind wir aber jetzt, denke ich. Da, wo wir hinwollen. Ich würde jetzt sagen, wir machen den Schlitten noch leer.
Sticks wegbringen oder was? Ich muss noch immer hoch zum Schlitten. Check. Was denn? Nee, das ist ja. Der Schlitten stand auf dem Stick. Alles kannst du durch irgendwas rausklitschen und wenn so ein Schlitten auf dem Stick steht, geht nichts mehr. Oh, wenn die Schlitten unter Wasser steht, geht auch nichts mehr. So. Ja, da sind die Stickholder auf alle fast voll. Da kann man ja schon fast sagen, wir können mal wieder irgendwo hin aufbrechen. Expedition! So ein bisschen. Wenn ihr euch auch diese kleine Baufolge gefallen hat, oder mehr oder weniger Vorrede-Sammelfolge, dann gerne einen Daumen und oder ein Abo da lassen, dass ihr uns hier weiter verfolgen könnt. Nichts verpasst, was wir so anstellen. Ja, und sonst würde ich sagen, mit dieser wunderschönen Basis, die wir uns hier gebaut haben, würde ich mich jetzt einfach verabschieden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.